Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist der 20. Jänner 2015. Unser Gast ist Julia Onken und sie hat für ihren Vortrag den vielsagenden Titel gewählt: Es wäre glatt gelogen. Ja, was wäre denn glatt gelogen? Zu behaupten, ich beschäftige mich gerne mit dem Thema Sexualität im Alter. Ja, ich gebe es zu, ich mag eigentlich gar nicht daran denken. Das schrieb Julia Onken vor einem knappen Jahr in der Zeitschrift Generation Superior. Das ist eine Zeitschrift, die Julia Onken seit 2 Jahren herausgibt. Als 70-Jährige hatte sie den Mut und die Risikofreude, dieses neue Projekt zu starten, zur Kunst des langen Lebens. Sie ist damit ein Paradebeispiel dafür, wovon der nächste Vortrag in dieser Reihe handeln wird, nämlich Vertrauen ins Leben und Mut zum Risiko. Erfahrung hat mich gelehrt, sagt Julia Onken, nicht auf negative Prophezeiungen und Unkenrufe zu hören, sondern im Gegenteil, diese als sicheres Zeichen für ein gutes Gelingen zu werten. Also auch wenn ihr ein eisiger Gegenwind sogenannter wohlmeinender Kolleginnen und Kollegen entgegenbläst, sich nicht beirren lassen, sondern dranbleiben. Das ist ihr Motto. Das Alter nicht nur unter dem Blickwinkel des Defizitären zu sehen, wie das Mediziner gerne tun, sondern unter dem Blickwinkel der Bereicherung, offen, ehrlich, selbstkritisch, frei von Beschönigung, klipp und klar. Dafür engagiert sich Julia Onken. Sie tut es mit ihrem breit gefächerten Erfahrungsschatz, mit ihrer großen Erfahrungskompetenz, mit ihrer Lust am Denken und an der Sprache, mit selbstkritischer Ehrlichkeit und Echtheit. Dieses Anliegen und diese Eigenschaften ziehen sich durch ihr ganzes schriftstellerisches Werk. Angefangen hat es ja mit dem Buch Feuerzeichenfrau, ein Bericht über die Wechseljahre, ein Buch, das zum Bestseller und zum Klassiker wurde. Auch dort war das Anliegen, diese große Lebenswende im Leben einer Frau nicht als Krankheit zu beschreiben, sondern als Auftakt in eine neue schöpferische Lebensphase, also ein echter Perspektivenwechsel. Das zeigt uns, jedes Lebensthema kann Mann oder Frau aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Es gibt nicht nur die eine einzig wahre Sichtweise, sondern mehrere. So gesehen können Sie den heutigen Vortrag gewissermaßen als Fortsetzung des Vortrags von Matthias Jung, Eros und Thanatos, Lebenslust und Endlichkeit, vom vergangenen Freitag verstehen. Matthias Jung hat einen männlichen Blick auf das Alter geworfen, eine männliche Perspektive aufgezeigt. Julia Onken wird einen weiblichen Blick auf das Alter werfen, eine frauliche Perspektive aufzeigen. Julia Onken ist ähnlich wie Matthias Jung eine Spätberufene. Das heißt, sie hatte als Arbeiterkind nicht das Privileg, schon als Jugendliche auf Vaters Kosten Psychologie zu studieren, sondern erst nach ihrer Scheidung als Alleinerzieherin, knapp an der Armutsgrenze und als ihre zweite Tochter in den Kindergarten kam, da begann sie auf eigene Rechnung und auf eigene Verantwortung ein Studium an der Akademie für angewandte Psychologie in Zürich. Heute als 72-Jährige hat Julia Onken einen 10-Stunden-Tag und 3 Wochen Urlaub im Jahr. Sie arbeitet als Psychologin und begleitet Menschen in ihrer Beratungspraxis. Seit über 30 Jahren setzt sie sich für Frauen ein, auch politisch, und äußert sich auch im Internet in einem Blog dazu. Dabei hält sie ihre Meinung nie zurück, was manche Männer als aufmüpfig empfinden. Apropos aufmüpfig, dazu habe ich noch ein interessantes Zitat gefunden. Die Zeit schrieb vor ein paar Jahren:
Julia Onken möchte man im Dunkeln nicht begegnen. Eine falsche Handbewegung und diese Frau schießt zurück. Nicht, dass sie abends bewaffnet durch die Straßen von Romanshorn schlendern würde. Sie selber ist die Schuss-, Hieb- und Stichwaffe seit über 20 Jahren angelegentlich der Sache der Frau. Sie tut, was sie für richtig hält und sie sagt, was sie denkt. Das hat eine Redakteurin geschrieben, also kein Mann in der Zeit. Julia Onken hat bisher 13 Bücher geschrieben oder im Sinn dieses Zitats herausgeschossen, vor allem zu Frauenthemen, Liebe und Beziehungsfragen. Sie hält zahlreiche Vorträge zu Frauenthemen in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in Holland, in Frankreich. Sie hat 1987 eine Schule für Frauen, das Frauenseminar Bodensee, gegründet. Diese Schule gibt es noch immer und Julia Onken ist die Direktorin. Sie hat darüber hinaus den Verein Bildungsfonds für Frauen gegründet und sie gibt, wie gesagt, seit 2 Jahren die Zeitschrift Generation Superior heraus. Und ich bin mit meinem Leben sehr einverstanden, schreibt sie auf ihrer Homepage. Liebe Frau Onken, ich freue mich sehr, dass Sie diesen Termin, diesen Abend für uns reserviert haben. Ganz herzlich willkommen in Feldkirch. Ja, sehr geehrte Damen, liebe Frauen, geschätzte Herren, lieber Herr Köb, es war fast ein bisschen viel des Lobes, des Umfassenden, was Sie über mich gesagt haben, das muss alles verkraftet werden. Man hat ja manchmal von sich selbst so keine Ahnung. Erst wenn man dann hört, jemand über sich zu reden, denkt man, wie bitte, das soll ich sein? Oha, ja, okay, gut. Also, aber vielen Dank für diese freundliche Einführung. Zunächst möchte ich Ihnen einfach kurz sagen, dass diese Idee, eine Zeitschrift herauszugeben, ganz eng auch mit Österreich verknüpft ist. Ich bin ja immer wieder unterwegs in Österreich und als ich vor 2 Jahren irgendwo da ganz in der Nähe auch einen Vortrag gehalten habe und nach Hause fahren wollte, da rammte mich an der Grenze bei der Einfahrt auf die Autobahn ein Auto. Und das Auto war, ich sah sofort, es ist total demoliert, ich kann nicht weiterfahren. Aber ich wusste auch, unverletzt, kein Problem, Sachschaden, darüber kann man hinwegkommen. Und als ich sah, dass das andere Auto, die Insassen des anderen Autos auch völlig unversehrt waren, dem entstiegen 4 junge Männer, da wusste ich, ja, ja, okay, das ist jetzt einfach so, Sachschaden, aber weiter nichts. 3 Tage davor musste ich zum Arzt. Wissen Sie, in der Schweiz wird jeder Mensch, der 70 geworden ist, einem ärztlichen Attest unterzogen. Und um unter Beweis zu stellen, dass noch alles so einigermaßen richtig funktioniert und dass man ein Automobil auch fahren kann, dass man lesen kann, die Verkehrstafeln und so weiter. Ich war schon etwas irritiert, als mich der Arzt empfing mit einem Tonfall, der mir gar nicht gefallen wollte. Der sagte, ja, grüezi, Frau Onken, chömmezi. Sagen Sie mal, haben Sie sich hier irgendwie ein bisschen geirrt in der Zeitrechnung oder wie? Ja, Sie müssen doch zum Test. Ja gut, habe ich gesagt, zum Test. Und als er dann sagte, sagen Sie mal, können Sie noch gerade auf diesem Strich gehen? Da gab es Streit. Wir hatten dann eine sehr, ich sage es mal freundlich, intensive Auseinandersetzung über den Sinn dieser Geschichte. Und ich rechnete schon aus, also ich glaube, man muss in der Schweiz ein Referendum machen, wir können das ja, dass man dieses wieder abschafft, weil das ist ein Unding, wenn man denkt, alle 70-Jährigen sind schon derart dement, dass sie nicht mehr Auto fahren können. Kurz darauf habe ich es aber schon wieder vergessen, weil ich in anderen Aktionen drin war. Aber als dann dieser Unfall geschah,
und ich zuerst auch guter Dinge war, weil es war ja nur Sachschaden, aber der Fahrer dann zu mir kam, ich sah, diese jungen Leute, die fingen an zu telefonieren und zu diskutieren und ich dachte, was gibt's da zu diskutieren und zu telefonieren? Das ist so klar, die sind in mich reingefahren, Ende aus, man kann's gar nicht klarer erklären. Dann kam er auf mich zu und sagte, Sie wissen, dass Sie schuld sind. Ei, habe ich geantwortet, wie kommen Sie auf die Idee? Ja, sagte er, Sie hatten kein Licht. Und meine drei Kumpels können es bezeugen. Und in dem Moment, sehr geehrte Damen und Herren, da wusste ich, als 70-Jährige, da habe ich schlechte Karten. Wenn 24-Jährige behaupten, die hatte kein Licht, dann denkt man, klar, bei den Alten, da weiß man, die meinen zwar, sie hätten etwas, aber dann haben sie es gerade wieder vergessen und so weiter. Also das hat mich dann schon sehr beschäftigt, aber weil ich gerade über die Grenze gefahren bin, sagte der Polizist zu mir, Sie sind doch gerade jetzt da, Sie haben die Grenze passiert, ich gehe mal zurück und hole ein Foto, dann sehen wir, ob Sie Licht gehabt haben, weil das wusste ich auch. Wissen Sie, dass alles aufgenommen wird, so beim Grenzübergang? Ja, ja. Er ging zurück, nach wenigen Minuten kam er wieder und das Foto war da und da war natürlich Licht drauf. Die Männer, die wurden dann so klein, ich habe sie dann in ihrem Gram allein gelassen. Aber in diesen wenigen Minuten, da habe ich gedacht, jetzt muss man anfangen, neue Bilder zu entwerfen. Nicht alle 75-Jährigen sind gebrechlich und dement. Nicht alle über 80-Jährigen wissen nicht mehr, wer sie sind. Mir hat kürzlich eine Bekannte gesagt, sie musste auch zum Test und da wurde der Arzt, hat sie empfangen mit den Worten, liebe Frau Müller, wissen Sie noch, wo Sie sind? Dann hat sie ihm geantwortet, ja, ich weiß, wo ich bin, aber Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Das ist die Vorgeschichte. Seit da beschäftige ich mich damit. Vorher natürlich auch schon mehr am Rande, aber jetzt ist es Zeit, sich wirklich diesem Thema zuzuwenden. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Das Älterwerden erfasst uns. Wir werden immer älter. Das ist sehr schön, das macht ja auch Freude. Trotzdem bringt es uns vor große Herausforderungen, gerade in Bezug auf uns Frauen, was unser Äußeres betrifft. Ich werde noch darauf zurückkommen. Es gibt bereits viele Bücher übers Älterwerden, die zeigen uns wichtige Möglichkeiten, wie wir damit umzugehen haben. Und die sind auch sehr inspirierend, setzen Impulse. Da kann man bereits eine erste Unterscheidung treffen zwischen männlicher und weiblicher Literatur. Bei den Männern finden Sie eher kämpferische Titel. Sven Kunze, Altern wie ein Gentleman. Henning Scherf, Wer nach vorne schaut, bleibt ewig jung. Joachim Fuchsberger, Älterwerden ist nichts für Feiglinge. Und sein letztes Buch, bevor er gestorben ist, Zielgerade. Bei den Frauen sieht's ein bisschen anders aus. Da kann man dann Titel lesen, zum Beispiel bei der Ruth Maria Kubitschek. Da geht's um anmutig älter werden. Da sind andere Themen im Vordergrund. Da ist die Österreicherin Renate Daimler, die ein sehr schönes Buch geschrieben hat über die weisen alten Frauen, also dass man so zu dieser Urkraft der Weisheit zurückkehrt. Das ist sehr schön. Ingrid Riedel hat ein schönes Buch geschrieben, Die innere Freiheit des Alters. Das alles wunderbar. Und Erika Pluha, die Sie alle kennen, sehr geehrte Damen und Herren, das ist ja eine bekannte Österreicherin, die hat ein poetisches Buch geschrieben über das späte Tagebuch.
und beschreibt, was da alles so bei ihr vorgeht, wenn sie übers Älterwerden nachdenkt. Zudem hat sie einen wunderschönen Text geschrieben, da war sie aber noch jünger, aber sie ahnte wohl, was da auf sie zukommt. Und sie hat, das ist ein Liedtext, und da kann man folgende Worte hören. Der Titel lautet »Mehr denn je«. Was heißt das nur, ich werde alt? Was heißt das nur, wie soll ich es empfinden? Ich kann den Morgenhimmel in mir finden und Frühlingsstürme mehr denn je. Was heißt das nur, ich werde alt? Was heißt das nur, wie soll ich es verstehen? Ich kann wohl meine Hände altern sehen, doch schön ist das Berühren mehr denn je. Mein Körper ist mir Freund und meine Haut genießt den Wind wie eh und je und all das, was ein reifer Mensch nicht mehr zu fühlen hat, das fühle ich mehr denn je. Mein Haar wird langsam grau, doch weht der Wind mir mitten ins Gesicht wie eh und je und all das, was ein reifer Mensch nicht mehr zu denken hat, dran denk ich mehr denn je. Das sind andere Töne, die deuten auf etwas hin, dass sich offenbar in unserem Innern etwas, dass da etwas erhalten bleibt, unabhängig vom Älterwerden. Und nun geht es eigentlich darum, diese innere Befindlichkeit mit dem Äußeren in einer vernünftigen Balance zu kombinieren. Und sehr geehrte Damen, liebe Frauen, das ist nicht immer einfach. Und es wäre einfach glatt gelogen, wenn ich behaupten würde, es macht wahnsinnig Spaß, immer wieder in den Spiegel zu schauen und zu sehen, aha, das sieht jetzt also so aus. Und vielleicht beschleicht uns gelegentlich gar nachts so zwischen 3 und 4, ich glaube, das ist eine gute Zeit, um zu denken, so ein ungutes Gefühl. Vielleicht denkt man sogar darüber nach, man könnte ja auch ein bisschen nachhelfen, dass nicht die Spuren so deutlich werden und so weiter. Und ich glaube, gerade in der Zeit ist man dann vielleicht auch ein bisschen anfällig auf das eine und das, oder das andere. Wenn ich jetzt Ihnen die weibliche Sichtweise versuche zu erklären, dann deshalb, weil ich weiß, von was ich spreche und weil ich mit vielen Frauen im Frauenseminar zu tun habe und mich einfach so als Fachfrau empfinde und viel zu viel Respekt habe vor dem, was sich bei Männern ereignet. Denn da tut sich ja auch einiges. Aber es geschehen eben andere Dinge. Und wenn wir es bis jetzt noch nicht begriffen haben, sehr geehrte Damen und Herren, dass Frauen und Männer eben doch unterschiedlich sind. Wir denken anders, wir reden anders, wir sind anders. Die Lebensgestaltungsmöglichkeiten sind für Frauen ganz anders als für Männer. Denken Sie nur mal an eine Scheidung, an eine Trennung, während die Frau mit Anhang nur mit Mühe wieder einen Partner findet. Und manchmal muss sie dann auch mit etwas zufrieden sein, was vielleicht nicht unbedingt ihren Vorstellungen entspricht. Ist der Mann nach spätestens 3 Monaten wieder unter Dach und Fach, wieder frisch unter der Haube, wie wir in der Schweiz sagen? Also das sind schon Unterschiede, aber das nur so am Rande. Aber dass Sie wirklich sehen, sehr geehrte Damen und Herren, wie wir unterschiedlich denken, wie wir unterschiedlich erleben, habe ich einen Text mitgebracht. Und zwar einen Text, Ausschnitte aus 2 Tagebüchern, einmal von einer Frau und einmal von einem Mann. Und die berichten über den gleichen Abend. Sie schreibt: Am Samstagabend hat er sich echt komisch verhalten.
Wir wollten noch auf ein Bier ausgehen. Ich war den ganzen Tag mit meinen Freundinnen beim Einkaufen und kam deswegen zu spät. Womöglich war er deswegen sauer. Irgendwie kamen wir gar nicht miteinander ins Gespräch, sodass ich vorgeschlagen habe, dass wir woanders hingehen, wo man sich besser unterhalten kann. Er war zwar einverstanden, aber blieb so schweigsam und abwesend. Ich fragte, was los ist, aber er meinte nur, nichts. Dann fragte ich, ob ich ihn vielleicht geärgert habe. Er sagte, dass es nichts mit mir zu tun hätte und dass ich mir keine Sorgen machen soll. Auf der Heimfahrt habe ich dann gesagt, dass ich ihn liebe. Aber er fuhr einfach weiter. Ich verstehe nicht, warum hat er nicht auch gesagt, ich liebe dich auch. Als wir nach Hause kamen, fühlte ich, dass ich ihn verloren hatte, dass er nichts mehr mit mir zu tun haben wollte. Er saß nur da und schaute fern. Er schien weit weg und irgendwie abwesend. Schließlich bin ich dann ins Bett gegangen. Er kam 10 Minuten später nach und zu meiner Überraschung hat er auf meine Liebkosungen reagiert und wir haben uns geliebt. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass er abgelenkt und mit seinen Gedanken weit weg ist. Das alles wurde mir zu viel, sodass ich beschlossen habe, offen mit ihm über die Situation zu reden, aber da war er bereits eingeschlafen. Ich habe mich dann in den Schlaf geweint. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin fast sicher, dass er eine andere hat. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Sehr geehrte Herren, so schreiben wir eben. Sein Eintrag ist um einiges kürzer. Heute hat der FC Zürich verloren. Aber wir hatten prima Sex. So viel zum Unterschied. Und ich glaube, sehr geehrte Damen, dass dieser Text nicht allzu sehr übertrieben ist. Man kann sich da gut einfühlen, vielleicht ein bisschen mit anderen Worten, aber ist nicht übertrieben. Nun zum Thema. Wenn wir älter werden, sehr geehrte Damen, liebe Frauen, dann fängt es unter Umständen relativ harmlos an. Wir nehmen es kaum zur Kenntnis. Wir sehen es natürlich bei anderen. Oh, wenn man an eine Klassenzusammenkunft geht, da hat man plötzlich das Gefühl, aber die sind alle alt geworden. Ja, das ist halt so. Man schaut nicht gern dann so in die eigene Waschküche. Es kann auch ganz harmlos anfangen, so beim Friseur. Wir sind ganz aufgeräumt da und gut, die Sache ist natürlich ohnehin immer problematisch, auch wenn wir jünger sind, weil wir haben dann diese Hochglanzformate vor uns liegen und blättern darin und können dann immer wieder schauen, wie eigentlich richtige Frauen auszusehen haben und können uns dann vergleichen. Und vielleicht haben wir irgendwie gerade noch so was, eine Folie um, also wie so ein Kohlkopf, ja, und dann kann man wieder schauen und immer wieder, ja, irgendwie, also es passt doch nicht so richtig, ja. Aber wenn man älter wird, nimmt die Sache noch eine andere Wendung. Also wir sitzen beim Friseur, fühlen uns vielleicht ganz wohl, lesen, schauen nicht allzu oft in den Spiegel, trinken einen Kaffee und denken, die Welt ist in Ordnung, die grauen Gesellen, die werden weggefärbt, dass wir da ja nicht uns damit zu sehr konfrontieren müssen. Wir sind eigentlich gut drauf. Und der Figaro bemüht sich, uns zu so schön als möglich herzurichten. Und dann schauen wir plötzlich am Schluss in den Spiegel. Und dann kann es sein, dass uns plötzlich die Stelle im Rosenkavalier einfällt, wo die Marschallin nach einem Friseurbesuch ihn anschreit, Hippolyt, du hast ein altes Weib aus mir gemacht. Gut.
wir sagen es vielleicht nicht, aber wir schwören uns, zu diesem Friseur gehe ich nie wieder. Der hat mich total verschandelt, der macht mich älter, als ich bin und so weiter. Ja, vielleicht nach drei, vier Versuchen in anderen Salons merken wir dann, vielleicht können die gar nicht dafür. Vielleicht liegt es an der Substanz irgendwie. Aber es ist ein schwerer Einschnitt. Oder sie wachen nachts auf, am Morgen auf, und sie haben dieses wunderbare Katzenwohlgefühl. Sie sind durchflutet von guten Gefühlen und recken und strecken sich und denken, was kostet die Welt, es ist unheimlich gut. Man denkt daran, ich springe jetzt aus dem Bett, ziehe mich an, die Sonne scheint, dann springe ich ein bisschen über die Wiese und es fühlt sich alles wahnsinnig gut an, so wie damals und so wie immer. Ja. Dann stehen wir auf und irgendwann schauen wir in den Spiegel. Und dann kann es sein, dass wir merken, das, was ich innerlich fühle, so dieses jugendlich, dieses ewig Jugendliche, dieses Gefühl, was ich von mir kenne, hat mit dem, was ich sehe, nichts zu tun. Und dann geraten wir in eine große Krise. Und ich muss Ihnen sagen, mir ist es geschehen, ich saß in einem Fernsehstudio in einem Interview. Ich wurde interviewt, dann kam eine Einspielung und ich schaute auf den Monitor und in die falsche Richtung, nämlich auf den Monitor, wo die Personen, die da in dem Studio waren, abgebildet waren. Und da dachte ich, wo kommt jetzt diese alte, ich sag's jetzt gerade, wie ich es gedacht habe, wo kommt diese alte fette Schachtel her? Nicht sehr freundlich. Als sie sich dann kratzte und ich mich auch, habe ich gemerkt, da scheint es irgendwie einen Zusammenhang zu geben. Aber das hat mich schon sehr, das hat mich schon sehr bewegt. Es scheint offenbar so, sehr geehrte Damen, dass wenn wir nach innen fühlen, dass wir etwas entdecken, was immer schon da war und was sich nicht verändert. Wir hören immer noch die Stimmen der Vögel zwitschern. Wir schauen immer noch dem Sonnenuntergang zu. Wir atmen immer noch den Duft der nassen Bäume an einem Sommerabend. Es ist immer noch das Gleiche wie damals. Und trotzdem ist das Äußere was anderes. Das ist im Grunde genommen eine große Herausforderung. Plötzlich festzustellen, offenbar gibt es wie zwei Wirklichkeiten, eine äußere und eine innere. Die äußere ist der Vergänglichkeit unterworfen, das ist ganz klar. Und die innere, die hat wie so eine Ewigkeitsqualität, die sich nie verändert. Und jetzt kommen wir an eine schwierige Stelle, sehr geehrte Damen. Da müssen wir uns entscheiden. Was machen wir jetzt? Investieren wir in die Aktie, die weniger wird, die der Vergänglichkeit unterworfen ist? Oder wollen wir in die Aktie investieren, die ewig, die so was Ewiges an sich hat? Und ich denke, da ist dann die Entscheidung nicht mehr so wahnsinnig schwer. Aber schauen wir uns noch an, weshalb es denn für uns so schwierig ist, dass wir mit dieser äußeren Veränderung, dass wir da nicht so einfach in einem freundschaftlichen Verhältnis es zur Kenntnis nehmen, es ist es so, und uns ganz wohl dabei fühlen. Ich mache jetzt einen kurzen Schwenker auf die Männer. Die Männer haben andere Probleme
aber so, dass das Älterwerden an sich, dass der Schönheitsfaktor allmählich schwindet, ist wahrscheinlich nicht unbedingt so im Zentrum. Vielleicht geht es mehr um Leistung, dass die Leistung, dass man befürchtet, das Leistungspotenzial, das gehe etwas zurück, oder in der Sexualität, dass da plötzlich reduzierter Winterdienst herrscht. Aber für uns ist es eben so, dass wir von Kind an gelernt haben, dass es gut ist, hübsch zu sein, niedlich zu sein und später dann attraktiv zu sein, irgendwie nett auszusehen. Und wenn ich das jetzt einfach so pauschal sage, dann schließe ich nicht aus, dass es immer Frauen gibt, die haben sich nie darum gekümmert. Die haben sich mehr von innen her definiert und wie das nach außen sich darstellte, war nicht ihr Thema. Also, dass wir uns richtig verstehen, das ist nicht allgemein, aber ich würde doch sagen, dass es viele betrifft. So kann man sagen, dass wir früh gelernt haben, mit einem Grundkapital, nämlich dem Grundkapital Schönheit, dass wir mit dem ganz bewusst versuchen zu arbeiten, um beim männlichen Betrachter so etwas wie Begehren auszulösen, auch wenn wir dieses Begehren unter keinen Umständen erfüllen wollen. Aber Sie wissen, sehr geehrte Damen, wie sich's anfühlt, wenn da einer guckt oder wenn zwei gucken und so weiter, das tut ganz gut. Somit kann man sagen, mit der äußeren Erscheinung haben wir so etwas wie ein leistungsunabhängiges Grundeinkommen, ein Wert an sich, das wir spätestens lernen in der Pubertät noch möglichst gut ins Blickfeld zu rücken, uns herzurichten. Und die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale in dieser Weise zu bewirtschaften, dass es möglichst hohe Gewinne abwirft. Ich weiß, es klingt ganz schlimm, aber ich halte Sie für so intelligent, dass Sie das jetzt auch so ein bisschen abmildern in der Formulierung. Für viele Frauen ohne berufliche Qualifikation, denken Sie an die Frauen, die jetzt zu uns kommen und als Prostituierte arbeiten, die haben wirklich nur ihren Körper als das zu Bewirtschaftende. Sie haben kein Kapital, sie haben gar nichts und sie haben nur dieses. Und sie wissen, mit dem kann man irgendwie dann doch noch gut über die Runden kommen, mehr oder weniger, vielleicht für eine gewisse Zeit. Für Berufsfrauen ist es eine zusätzliche Kapitalanlage, denn nichts verwirrt mehr als Intelligenz und dann eben noch so diese weibliche Attraktivität. Es ist sozusagen wie ein zusätzlicher Joker, den man jederzeit ins Feld führen kann. Da öffnet sich mit unsichtbarer Hand irgendwie ein Blusenknopf oder so. Man räkelt sich und man setzt sich ein bisschen in Szene und der Herr ist verwirrt. Sie wissen wahrscheinlich alle, sehr geehrte Damen, von was ich rede, wenn man das so ein bisschen einsetzt. So ist es nicht verwunderlich, wenn wir bereits in jungen Jahren das kokette Spiel neckischer, verführerischer, arabesken virtuos zur Anwendung bringen, damit das ins Auge gefasste Zielobjekt dem Fluidum von Östrogenen durchwehten Duftbouquets wie betäubt erliegt. Für viele Frauen gehört das dazu, sich möglichst apart in Szene zu setzen. Man könnte auch sagen, so wie die Männer versuchen, auf dem Börsenmarkt gewinnbringend sich zu positionieren, um möglichst hohe Gewinne einzufahren, versuchen wir mit der Bewirtschaftung der Geschlechtsmerkmale auch irgendwie uns günstig zu positionieren. Mehr oder weniger, manchmal klappt es weniger. Wie der Bauer seine Felder bestellt, bewirtschaften Frauen ihren weiblichen Acker
und spekulieren auf eine möglichst hohe Ertragslage. So, und nun, wenn das zugegeben etwas überspitzt formuliert ist, aber muss man doch sehen, dass wir oft oder viele unsere Identität und unser Selbstbild aus dem generieren und beziehen, wie wir nach außen wirken. Und nun plötzlich merken wir, und das erfahren alle Frauen, dass sie nicht mehr so viel Aufmerksamkeit erlangen. Da muss man nur mit der 15-jährigen Tochter mal in der Stadt einkaufen gehen und alles genau beobachten und hinterher weiß man dann Bescheid. Wenn von irgendwoher ein männliches Wesen kommt, ist er jetzt 30, 40 oder 50, spielt überhaupt keine Rolle. Und viele Frauen ganz reflexartig büscheln sich noch schnell zurecht, man weiß ja nie. Ja? Und der Herr kommt näher und der Blick geht haarscharf an ihr vorbei. Historisch natürlich auch interessant, gerade so das 17., 18. Jahrhundert am französischen Hof, die Mätressenwirtschaft. Jeanne-Antoinette Poisson, die spätere Madame de Pompadour, dieses bildhübsche Mädchen, das dann später die Mätresse des Königs wurde, des Ludwigs des 15. Und es so geschickt eingerichtet hat, sie wusste, die Zeit der Blüte ist beschränkt. Und wenn der Höchstblütestand um ist, dann kommt die nächste dran. So ist es jedenfalls bei diesen Mätressen gewesen. Und sie hat es aber sehr klug eingerichtet und hat dafür gesorgt, dass die sexuellen Bedürfnisse des einzigen Geliebten von ihr gut verwaltet werden. Sie hat in einem Jagdschloss für ihn eine Einrichtung gemacht und da wurden die Mädchen dann hingefahren und er kam und hat seinen hormonellen Überdruck sich entlastet davon und hat dann dafür gesorgt, dass er eben nicht immer die gleichen Mädchen vorfand, sondern dass sie immer gewechselt, dass er sich nie verlieben konnte. Und so gelang es ihr, dass sie trotz allem, auch als sie nicht mehr seine Geliebte war, dass sie sich am französischen Hof halten kann. Also liebe Frauen, wenn man etwas über Frauen wissen und lernen möchte, dann muss man die Historie kennen. Wir müssen wissen über etwas, über unsere Wurzeln. Wie war es früher? Wie ging das damals? Wie haben sich Frauen da etabliert? Wie mussten sie machen? Jedenfalls in dieser Zeit war der höchste Titel, den es zu erlangen gab für eine Frau, war Maîtresse en titre. Dann hat sie es gemacht. Das ist jetzt bei uns nicht mehr so, aber wir sind ja auch froh, wenn wir irgendwo unter Dach und Fach gekommen sind. Nun, bei dieser Betrachtung spielt natürlich der Mann nicht unbedingt eine vorteilhafte Rolle. Man könnte ihm vorwerfen, ja, der Mann ist natürlich einfach triebgesteuert und wenn die Hormone in Schwung geraten, dann setzt der Verstand aus und so. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe lange so gedacht und es hat sicher auch zu meinem eher zweifelhaften Ruf dazu beigetragen. Ich werde ihn nicht mehr verändern können, aber ich will trotzdem Ihnen sagen, was ich inzwischen denke. Ich habe nämlich einmal in meinem Frauenseminar von meinen Sekretärinnen immer wieder vorgehalten bekommen, ich müsse jetzt unbedingt einen Herrn in Therapie nehmen, weil der jetzt schon zum 10. Mal angerufen hätte. Und ich habe ihnen immer gesagt, meinen Sekretärinnen, im Moment habe ich keine Zeit für Therapien, ich mache es nicht. Aber sie beknieten mich und sagten, aber du könntest ja wenigstens mal mit ihm telefonisch sprechen und ihm vielleicht jemanden empfehlen. Und dann habe ich mich dazu bereit erklärt, habe gedacht, also gut, ich werde mal mit ihm reden. Und dann habe ich mit ihm geredet. Und das hat bei mir ein Umdenken in Gang gesetzt. Also er klang sehr
sehr leidend. Und er hat gesagt, ich muss unbedingt zu Ihnen kommen, weil Sie wissen, wie Frauen funktionieren, wie die ticken. Sie müssen mir Tipps geben, Sie müssen mir Strategien verraten, wie ich meine Frau wieder zurückgewinnen kann, weil sie sich jetzt trennen will von mir. Und weil Sie Frauen so gut kennen, können Sie mir doch sagen, was ich tun muss. Und dann sagte er einen Satz und der hat mich dann restlos davon überzeugt, dass ich ihn nehmen muss. Er sagte, wissen Sie, ich kann ohne dieser Frau nicht leben, denn sie ist so wunderschön. Sie können sich vorstellen, dass ich eher dachte, ja, da wollen wir schon mal schauen, Bürschchen, komm noch mal vorbei. Das passt ja gerade. Und er kam. Es kam ein Geschäftsmann, gut aussehend, sehr attraktiv. Aber als ich angefangen habe, mit ihm zu sprechen, war mir klar, dass seine Seele derart verkümmert war. Also es war wie so eine ausgetrocknete Wüste. Er konnte eigentlich nur über Zahlen und Fakten reden. Und er wusste gar nicht mehr, wie er sich fühlt. Und da ist mir zum ersten Mal der Gedanke gekommen, dass diese Frau ihn verzaubert durch ihre Schönheit. Und als mir dieser Gedanke gekommen ist, da habe ich plötzlich angefangen, Männer auch mit anderen Augen zu sehen. Und wenn ich zum Beispiel so unterwegs bin auf Flughäfen und ich muss also warten, mit irgendwelchen Managern unterwegs bin und ich mir die so anschaue mit ihren grauen Koffern und so, da denke ich oft, ich hoffe, dass wenigstens eine Frau diesen etwas verhärmten Mann, so ein bisschen in einem vertrockneten Zustand, dass dieser Mann sich von einer Frau wenigstens verzaubern lässt. Das hat mich auf eine ganz neue Fährte gebracht. Seit da denke ich nicht mehr, die Männer sind triebgesteuert, sondern ich denke, die lassen sich gerne verzaubern. Und seit ich älter bin und jetzt so in meiner Altersloge sitze und Welt beobachte, da muss ich Ihnen sagen, manchmal verstehe ich dann auch, dass sich Männer von Frauen verzaubern lassen. Denn unter uns, liebe Frauen, es gibt wirklich schöne Frauen. Und die meisten jungen Frauen haben diesen Zauber an sich. Wenn der liebe Gott nicht irgendwie ein Verbrechen an einer Frau begangen hat und sie verunstaltet hat, dann ist sie einfach schön in ihrer Blüte. Und das muss man vielleicht den Männern einfach zugestehen, dass es ihnen da, ja, dass sie sich verzaubern lassen. Das heißt also, sehr geehrte Damen, wir verfügten gewissermaßen über einen Zauberstab, den wir so einsetzen konnten. Und die Welt war ein bisschen leichter für uns. Und nun plötzlich realisieren wir, dass dieser Zauberstab seine Kräfte verliert und nicht mehr in der Lage ist, zu verzaubern. Das fängt ja schon beim eigenen Mann an. Das muss man ja nur mal überlegen, wie schaut er mich an? Schaut er immer noch so mit diesem wirklich strahlenden Blick oder mit diesem hingebungsvollen Blick an? Oder ist der Blick etwas trüb geworden? Schaut er so ein bisschen, aha, du bist auch da. Mehr so in dieser Art. Also, und das ist eben schwierig und es tut weh. Die Marschallin im Rosenkavalier sagt diesbezüglich Texte, die können vielleicht von einigen nachempfunden werden. Sie sagt zu ihrem sehr viel jüngeren Geliebten, die Zeit im Grunde, die Zeit, die ändert doch nichts an den Sachen. Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts, aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie. Sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen, in den Gesichtern rieselt sie.
Im Spiegel rieselt sie, in meinen Schläfen fließt sie und zwischen mir und dir, da fließt sie wieder lautlos wie eine Sanduhr. Manchmal höre ich sie fließen, unaufhaltsam. Manchmal stehe ich auf mitten in der Nacht und lasse die Uhren alle stehen. Sehr geehrte Damen, das muss verkraftet werden. Und mit dieser Vergänglichkeit, mit diesem Dahinwelken lauert noch eine andere Gefahr im Hintergrund. Und einige von Ihnen haben es selbst erlebt oder vielleicht einfach von Ferne mitverfolgt. Auch hier haben wir den Text von der Marschallin. Heute oder morgen oder den übernächsten Tag geht er hin und gibt mich auf, um einer anderen willen, die jünger und schöner ist als ich. Und wer das mal erlebt hat, kennt diese Tragik. Denn ich glaube, nichts ist schmerzhafter, als einen geliebten Menschen zu verlieren, weil er sich einem anderen zuwendet, der jünger ist und schöner. In der Tagespresse kann man es immer wieder verfolgen. Jüngst das Buch von der Valerie Trierweiler, Merci pour ce moment, ein ungeheuerlich beeindruckendes Buch. Valerie Trierweiler, die Freundin, die Lebenspartnerin von Hollande. Man erfährt wahnsinnig viel in diesem Buch, vor allem über ihn. Und man fragt sich, wie bitte Präsident von Frankreich? Es ist ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Aber das ist ein Kapitel, wenn wir das miterleben oder wenn wir immer wieder davor Angst haben, dass wir entsorgt werden. Und das kann man immer wieder beobachten bei anderen oder notfalls dann bei sich selbst. Die Marschallin führt uns aber noch weiter in ihrem Text. Sie sagt auch, wie macht denn das der liebe Gott, wo ich doch immer die gleiche bin? Und wenn er es schon so machen muss, warum lässt er mich zuschauen dabei mit gar zu klarem Sinn? Warum versteckt er es nicht vor mir? Das alles ist geheim, so viel geheim, und man ist dazu da, dass man es erträgt. Und in dem Wie, da liegt der ganze Unterschied. Dieser Ausruf, wie macht denn das der liebe Gott, wo ich immer doch die gleiche bin? Ich meine, das kennen Sie vielleicht auch. Sie fühlen sich, wie ich es beschrieben habe, Sie fühlen sich schmetterlingsleicht, frühlingsfroh und schauen in den Spiegel und fragen sich, wie macht denn das der liebe Gott? Diese äußere Erscheinung und wie ich mich innerlich fühle, wie soll das zusammengehen? Und wenn wir dann denken, ja, vielleicht ist der Schöpfungsintelligenz ein Fehler unterlaufen, die haben irgendwie versucht, etwas zu synchronisieren, ja, oder man könnte auch sagen, ja, vielleicht liegt genau da die Möglichkeit, etwas zu lernen und zu sagen, wenn es diese unterschiedlichen Wirklichkeiten gibt, dann entscheide ich mich jetzt, dass ich mich für die innere mehr, dass ich mich um die innere mehr kümmere, um das Ewige, um das, was mir erhalten bleibt. Und das würde mich dann auch bewahren davor, dass ich meine mit Botox-Spritzen oder irgendwelchen Operationen könne ich da noch etwas verhindern. Noch zu den Schönheitsoperationen ein Wort. Ich verstehe jede Frau, wirklich jede, die sich einer Schönheitsoperation unterzieht. Sie zeigt eigentlich nur, dieser Entschluss zeigt eigentlich nur, wie dringend und drängend diese Kränkung eigentlich ist, wenn man zuschauen muss, wie man sich
äußerlich verändert und dass man bereit ist, alles daran zu setzen, um dem etwas entgegenzusetzen. Nun geht es darum, dass wir lernen, wie eine neue innere Identität zu erobern, dass wir diese neue Landschaft der inneren Wirklichkeit anfangen, bewohnbar zu machen. Dass wir nicht gehässig werden gegen junge Frauen, das kennen Sie ja auch, wenn so die Eltern dann unheimlich gehässig sind auf jüngere Frauen und alles, was sie dann tun, versuchen irgendwie negativ zu bewerten. Ich kann mich erinnern, in solchen Diskussionen, wenn es darum geht, dass man junge Mütter besser unterstützen sollte mit Kinderkrippen und so, da gibt es unterschiedliche Verhaltensweisen, also man kann es unterstützen oder man kann in diesen unsäglich gehässigen Ton einfallen und sagen, ja, wir hatten auch, uns hat auch niemand geholfen. Also verstehen Sie, so dieses unheimlich gehässige, dieses altweibische, dieses zänkische, wo man denkt, Jesus, hoffentlich werde ich nie so. Dass man sich auch im Äußeren verabschiedet. Ich denke da zum Beispiel an die Haare. Liebe Frauen, es gibt immer wieder ganz ungünstige Momente, die, wenn ich Frauen treffe, die noch immer mit ihrem Bild als Langhaar, weil die Haare, das ist ein erotisches, gell, da kann man dann noch so ein paar die Locken so über die Schulter werfen und so und den Mann total verrückt machen, weil er sich dann da irgendwelche Fantasien, also weil die Locken dann irgendwie so herum, ja und so. Also die langen Haare sind ein Symbol und manchmal hat es Frauen, gerade wenn sie älter werden, da ist die Substanz, die Haarsubstanz schon längst über diesen Höchstblütestand hinaus und es bleibt zurück irgendwie so was Pflaumähnliches oder irgendwie was Ausgedünntes, aber es hat nicht mehr die Kraft, geschweige denn, dass man mit diesem Pflaum noch irgendwie einen Mann in Bewegung setzen könnte. Dass man da einfach mal ganz kritisch ist und dass man lernt, auch im Kleiderschrank mal die Kleider, die man als vor 30 Jahren getragen hat und die man immer noch hortet, weil man denkt, es kommen noch bessere Zeiten, gell? Dass man die aussortiert, vor allem die so mit den ganz dünnen Trägerlein, gell, wo man sowieso, oh, das kann ich sowieso nicht mehr tragen, aber man weiß ja nie, vielleicht schmilzt es alles wieder und es strafft dann irgendwie, man weiß es ja nie. Dass man sich vom Girlylock verabschiedet und dass man aufhört, mit der Tochter wettzuhungern, um wieder in ihre Jeans hineinzupassen und dergleichen. Und dass man lernt, wirklich alles beim Namen zu nennen, damit wir die neue Freiheit, die es zu erobern gibt, dass wir dafür auch Worte zur Verfügung haben. Da geht es einmal darum, liebe Frauen, das ist eine Zeit der Befreiung, denn wir müssen niemandem mehr gefallen. Stellen Sie sich das vor. Es ist völlig egal, ob Sie ein rotes Blüschen oder ein gelbes tragen. Es ist auch egal, welche Schuhe Sie tragen, weil es interessiert eigentlich niemanden. Sie werden... Sie haben nur noch eine Aufgabe, dass sich Ihr Körper wohlfühlt, behaglich fühlt in diesen Kleidern. Das heißt auch keine luftundurchlässigen Fähnchen mehr, sich einengen, dass man denkt, man sieht dann von der Seite irgendwie einen Zentimeter schlanker aus und dergleichen. Es bringt nichts mehr. Und bei den Schuhen stellen Sie sich vor, Schuh kaufen, Sie gehen in ein Schuhgeschäft und Sie schließen die Augen beim ersten Modell und Sie fühlen ganz tief in die Zehen herunter und fragen die Zehen, fühlt ihr euch wohl wie ein frisch geborenes Kätzchen, könnt ihr euch bewegen? Und wenn die Zehen schnurren, dann machen wir die Augen auf und schauen in den Spiegel und sagen vielleicht, aha,
dieses Bein ist auch schon anders dahergekommen, als ich jung war. Aber ich habe jetzt diese Freiheit, dass ich wirklich mir gut schauen kann und mich in nichts mehr hineinzwängen muss. Das bedeutet, sehr geehrte Damen, wir machen es uns langsam behaglich in unserer Weiblichkeitsloge. Und wenn wir andere Frauen noch sehen, dass sie noch so ein bisschen herumtussen in ihren Schülern und so, dann sage ich Ihnen, mein Geheimrezept, um mich vor jeglicher Feindseligkeit oder Entwertung zu schützen. Ich denke als erstes, Schwester, du hast es auch nicht leicht, nicht wahr? Dann geht es natürlich darum, dass wir, wenn wir schon so lange auf der Welt sind, dass wir uns mal unsere innere Bibliothek anschauen. Was haben wir denn da an Wissen angesammelt? Wunderbar, wenn Sie auch mal eine Lesebiografie erstellen. Alle Bücher, die Sie einst gelesen haben, aufschreiben und immer dazu schreiben, was habe ich gelernt aus diesem Buch. Das ist was unheimlich Interessantes, weil Sie werden sehen, Sie werden wie eine rote Linie dadurch finden zu Ihrem eigenen Leben, weil Sie durch Bücher andere Lebensmodelle kennengelernt haben. Sie haben durch Bücher eine Welt kennengelernt, die Sie sonst gar nicht kennengelernt hätten. Also das ist etwas sehr Interessantes. Man kann sogar bei den Märchen, bei den Kinderbüchern anfangen und schauen, welche Märchen haben mich denn als Kind begleitet. Denn die haben alle in mir eine Spur hinterlassen. Und wenn man das so anfängt, dann kann ich Ihnen sagen, dass es eine ungeheuerlich interessante Arbeit ist, die eigene Biografie zusammenzusetzen, wie verschiedene Puzzleteile dann ein Bild ergeben und dass man plötzlich sein eigenes Leben versteht. Und dann merkt man plötzlich, warum ich ausgerechnet mit diesem etwas schwierigen Mann zusammen bin. Das merke ich dann, wenn ich mein Leben so anfange zu betrachten. Ebenso ist es schön, wenn man mal versucht, eine Wunderbiografie zu erstellen. Sich die Frage zu stellen, wo in meinem Leben ist ein Wunder geschehen? Da denken Sie zuerst, also bei mir sicher nicht, da war alles so schwierig und so weiter. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn man sich diese Frage stellt, dann werden Sie mit Sicherheit einiges erfahren, wo Sie nicht gedacht haben, dass das doch eine ungeheuerliche Beeinflussung in Ihrem Leben gehabt hat. Am Schluss haben Sie wie so eine Perlenkette mit verschiedenen Wundern, mit verschiedenen Perlen, wo man sagen kann, ja, das ist mein Leben. Und wenn Sie so anfangen, das kann ich Ihnen jetzt schon garantieren, dann kommt Ihnen jeder Kriminalfilm also ziemlich banal und uninteressant vor, weil das eigene Leben sehr viel mehr Material abgibt, wenn man lernt, so mit sich umzugehen. Man lernt dann auch, warum ich vielleicht in einer schwierigen Lebenssituation auf eine Weise reagiert habe, von der ich immer gedacht habe, das sei ein Fehler gewesen. Und mit der Zeit merkt man, ja natürlich, ich habe damals so reagiert, weil ich gar nicht anders konnte. Das bedeutet auch, ich lerne wie einen freundschaftlichen Umgang mit mir. Ich befreunde mich mit mir, mit meinem Leben, dass ich irgendwie sagen kann einst, ja, ich bin einverstanden mit mir. Es gibt von Mascha Kaleko ein schönes Gedicht, was das so beschreibt. Es fängt ganz harmlos an und man denkt vielleicht, ja, ziemlich naiv diese Schilderungen. Aber sie führen in eine Region, die einem genau in dieses Zentrum hineinbringt, von dem ich jetzt gesprochen habe. Der Text lautet sozusagen grundlos vergnügt. Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen. Dass Amseln flöten
und das Bienensummen, das Mückenstechen und das Brummerbrummen, das rote Luftballons ins Blaue steigen, das Spatzenschwatzen und das Fische-Schweigen. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht. Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter gefällt mir wohl, da steckt ein Sinn dahinter. Wenn auch die neunmal Klugen ihn nicht sehen, man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich, das ist des Lebens Sinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin. In mir ist alles aufgeräumt und heiter. Die Diele ist geputzt, das Feuer ist geschürt. An solchem Tag erklettert man die Leiter, die von der Erde in den Himmel führt. Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, weil er sich selber liebt, den Nächsten lieben. Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und dass das Wunder niemals ganz gewöhne. Dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich mich freue. Wenn Sie in dieser Weise anfangen, sich nach innen zu richten, dann werden Sie dieser Freude begegnen, dieser Freude einfach, dass ich bin. Und dann ist ein weiteres Gefühl nicht weit, das Gefühl einer großen Dankbarkeit dem Leben gegenüber. Und vielleicht auch dann mit einem Wunsch, aus dieser Dankbarkeit etwas der Welt zurückzugeben, dem Gastland Welt etwas wieder einzubringen von dem, was ich erlebt habe. Und das würde auch bedeuten, dass gerade im Älterwerden, dass diese Erfahrungspotenz, die wir haben, dieses Erfahrungskapital, dass das eingebracht werden muss, dass es nicht darum geht, frühzeitig das Handtuch zu werfen, ja, jetzt bin ich schon 65 und was soll ich noch und so, nein, sondern dass man wirklich nochmals über die Bücher geht und sagt, was kann ich jetzt einbringen in diese Gesellschaft. Denn so gesehen, sehr geehrte Damen und Herren, wäre es tatsächlich glatt gelogen zu sagen, dass mit dem Älterwerden die Freude schwindet, dass mit dem Älterwerden irgendwie nur Demenz und Reduktion verbunden ist, sondern dass es der Auftakt bedeutet in eine neue Dimension der menschlichen Existenz. Denn der Horizont ist viel weiter, als wir sehen können. Ich möchte meine Ausführungen schließen mit einem Text von Rilke. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Ich danke Ihnen.